Auf der 6. Jobregional trafen rund 100 Unternehmen und über 30 Bildungsträger wieder aufeinander. Die große Stellenbörse für Jobs in Mitteldeutschland organisieren 5 Agenturen für Arbeit und Jobcenter aus Mitteldeutschland. Die gegenwärtigen Höchststände an gemeldeten Stellen mit den damit verbundenen Qualifikationen der Unternehmen unterstreichen die aktuellen beruflichen Möglichkeiten und Anforderungen. Für den Arbeitssuchenden lautet das konkret: mehr Angebote, mehr Auswahl und mehr Chancen. Sollte es dem potenziellen Arbeitnehmer aber noch an den nötigen Qualifikationen fehlen, konnte er sich direkt auf der Messe über die verschiedenen Angebote informieren. Zudem gab es auch wieder Stylisten und Fotografen, bei denen kostenlos Bewerbungsbilder gemacht werden konnten. Außerdem gab es den Bewerbungsmappencheck, um zu schauen, wo die Bewerbung vielleicht noch optimiert werden kann. In den letzten Jahren zeigte der Raum Halle Saale eine beachtliche Dynamik und Zuwachs an Arbeitsplätzen. 90.000 kamen in den letzten 8 Jahren dazu. Für den Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Bundesagentur für Arbeit ein gutes Zeichen. Ich höre, dass sie wächst und wächst und wächst. Mittlerweile fast 100 Unternehmen, die sich dort präsentieren können für Menschen, die Arbeit suchen, für Menschen, die sich umorientieren wollen und gleichzeitig auch Bildungsträger, die dort bei helfen. Und insoweit ist das hier eine wirkliche Mutmachaktion. Und was mir besonders gefällt, ist, dass sich verschiedene Arbeitsagenturen und Jobcenter auch über Landesgrenzen hinweg zusammengefunden haben. Also dieses engstirnige nur für sich denken ist hier schon aus den Kleidern geschüttelt. Und das ist wahrscheinlich auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses. Den Strukturwandel, der sich durch den Ausstieg aus der Braunkohle anbahnt, sollte die Region als Chance wahrnehmen. Aber was ich hier spüre, ist, es gibt ein frühzeitiges Sich-Einstellen auf den Wandel und er wird begleitet. Man wird nicht alleine gelassen, man wird nicht in die Arbeitslosigkeit hineingestoßen, sondern man bereitet sich auf veränderte Strukturen vor. Der Landrat hat das hier sehr deutlich auf der Messe auch gerade noch mal dargestellt, sodass niemand Angst haben muss, dass der Strukturwandel ihm seine Zukunft nimmt. Nein, er wird so gestaltet, dass trotz des Strukturwandels die Menschen hier in Arbeit sind, Lohn und Brot behalten. Auch die ältere Generation habe keinen Grund für Pessimismus. Zum 1. Januar trat das neue Qualifizierungschancengesetz in Kraft. Arbeitnehmer sollen gefördert werden und so gute Chancen haben, dem Arbeitsmarktwandel zu trotzen. Um das zu gewährleisten, bekommt die Bundesagentur für Arbeit mehr Rechte und muss gleichzeitig mit höheren Ausgaben kalkulieren. Das gilt auch für Menschen mit Behinderungen. Mit Klischees müsse aufgeräumt werden. Manche Behinderungen korrespondieren mit ganz besonderen Stärken. Blinde können sich unheimlich gut konzentrieren. Menschen, die Asperger-Krankheit haben, also eine Form des Autismus haben, sind in der Lage, bestimmte technische Kontrollaufgaben sehr zuverlässig zu erledigen und aufgrund ihrer Behinderung sehr zufrieden in dieser Arbeit sind, die den Nichtbehinderten sehr belasten würde. Also es gibt allen Grund, gerade angesichts des Fachkräftemangels, behinderte Menschen ernsthaft und besonders in die Rekrutierungspolitik eines Unternehmens mit aufzunehmen. Wenn ein Unternehmen die richtigen Arbeitsplätze bereithalte, finden sich unter ihnen besonders loyale Arbeitnehmer. Davon ist er überzeugt und sieht bei diesen Menschen Potenzial zur Bekämpfung von Fachkräftemangel. Davon ist auch Patrick Weber von der Bosch-Niederlassung in Leipzig überzeugt. Ja, weil das für uns überhaupt keinen Unterschied macht, ob der Mensch eine Behinderung hat oder nicht eine Behinderung hat. Wir haben eine Tätigkeit, die behindertenkonform ist, sage ich mal. Also das heißt, wir haben Büroarbeitsplätze, wir haben keine schweren Hebetätigkeiten, keine schweren körperlichen Tätigkeiten, kein permanentes Stehen oder andere Dinge, die halt gewisse Behinderungen einfach ausschließen. Für uns steht der Mensch im Vordergrund und die Qualifikation natürlich. Und deswegen sind wir da sehr, sehr offen. Wir verpflichten uns auch unseren Bosch-Werten, das ist uns ganz wichtig. Auf 650 Mitarbeiter soll die Niederlassung in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Schöpfen möchte Bosch dabei aus allen Bewerbergruppen. Das fordert zudem auch eine enge Zusammenarbeit und Kommunikation von Arbeitgebern und der Agenturen für Arbeit. Wir sehen unseren Hauptschwerpunkt in den nächsten Jahren vor allen Dingen in dem Thema Beratung. Wir sind überzeugt davon, dass sowohl die Arbeitnehmer als auch die Arbeitgeber von uns entsprechend unterstützt werden können. Und das geht am besten in persönlichen Gesprächen, wo wir über Möglichkeiten informieren, wo wir über Alternativen informieren. Und wo wir im Vorfeld selbstverständlich gerade mit den Arbeitnehmerkunden gemeinsam herausfinden,
müssen, wo liegen die Stärken und wo gibt es vielleicht auch noch Unterstützungsmöglichkeiten. Zudem sind weitere wichtige Aspekte wie eine gute Infrastruktur und Mobilität in dem Gebiet Mitteldeutschland gegeben. Die Arbeitswelt ist im Wandel. Dort, wo früher große Arbeitslosigkeit herrschte, wird jetzt händeringend nach Personal gesucht und der Arbeitgebermarkt entwickelt sich zusehends zu einem Arbeitnehmermarkt.